Hallo zu WhatsApp mit News, FAQs, Terminen, allem Möglichen, was ich mal kurz zu sagen habe. Und ja, es ist ein neues Format. Ich möchte das einmal im Monat bringen, um einfach mal ein bisschen Informationen unabhängig der Videos rüberzubringen. Ich habe festgestellt, es kommen immer mal wieder kleine Fragen und auch irgendwie Interessantes, was man ganz kurz außerhalb von Pickups und sonst was erzählen kann. Ja, eben halt mal kurz in ein Mini-Video packen, und das mache ich dann gezielt, möchte ich das einmal im Monat machen, zum Anfang des Monats am besten. Das heißt, das hier ist jetzt das, ja, ach egal, welches Video das jetzt ist, aber ich möchte einfach hier, wie gesagt, ein paar News mal zusammenfassen, so ein paar Fragen beantworten von euch, denn ja, wie gesagt, alles, was mir auf der Seele brennt, und euch vielleicht auch, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, irgendwas Spezielles mal sehen wollt, irgendwie, weiß auch, was auch immer, unter diese Videos dann einfach zum Beispiel einmal, sagen wir mal, Hashtag FAQ, und dann merke ich mir das, und im nächsten Video greife ich diese Fragen oder Gedanken auf und wir talken so ein bisschen dann darüber. Ja, warum steht hier Tim und Struppi? Das erfahrt ihr bei einem anderen Video. Ich bereite gerade dieses Tim und Struppi Video vor. Das wird ein Tim und Struppi Pickup, aber das erscheint zu einem anderen Zeitpunkt. Ich weiß noch nicht genau. Und genau das ist auch zum Beispiel eins der Themen, die ich mit euch hier in diesem kleinen Video mal kurz besprechen möchte. Ich wurde auch immer mal wieder wegen gewissen Videos gefragt, die ich angekündigt habe, und warum sie noch nicht gekommen sind. Und das hat viele Gründe. Also, ich möchte einfach mal so sagen, ich habe mir das Ziel gesetzt, 2 Videos die Woche zu bringen. Abgesehen jetzt von diesem WhatsApp-Video, das wird auf jeden Fall außer der Reihe kommen. Und wer weiß, es kann auch immer mal sein, dass noch ein anderes Video außer der Reihe kommt. Aber geplant sind immer 2 Videos, zurzeit sonntags und mittwochs. Immer zum Nachmittag da drin, während Sonntag ich das veröffentliche, wenn es fertig ist. Weil momentan ist am Sonntag immer ein Flohmarkt-Pickup-Video. Ich zeige eben Flohmarkt-Funde. Und das wird bald auch weniger werden, denn die Flohmärkte werden in der kalten Jahreszeit weniger. Und ich glaube, ich habe zwar ein, zwei Termine, die auch im Dezember noch sind, oder und November wird es weniger. Aber dann habe ich hier in meiner Gegend teilweise ein halbes Jahr gar nichts. Dann fängt das erst im März mit ein, zwei an und teilweise bis Mai. Ich weiß nicht, wie es ist. Diese, ich sag mal, 2,5 Jahre Pause, die wir hatten durch die Pandemie, hat alles unberechenbar gemacht. Viele Sachen sind verschoben worden. Manches wusste man nicht, wie sie auszurichten sind. Und wer weiß, was noch sein wird. Deswegen werde ich dann eine andere Art Video bringen. Es ist zum Beispiel so, dass es sein kann, wenn ich es richtig erinnere, dieses WhatsApp ist relativ zeitnah, also ich veröffentliche es an dem Tag, wo ich es aufgenommen habe. Der kommende Sonntag, da weiß ich, ich habe überhaupt keinen Flohmarkt bei mir in der Nähe, da werde ich ein Unboxing bringen. Also ich habe da gezielt ein Unboxing. Ich weiß noch nicht welches. Ich habe mehrere in der Mache schon, deswegen lasst euch überrascht sein, aber ich möchte trotzdem was bieten, vielleicht auch ein Let's View. Und darauf komme ich eben halt. Ich mache das ja nicht beruflich, ich mache das aus Spaß, einfach um zu zeigen, was ich so in der Sammlung habe. Ihr seht ja, dass es jetzt hier auch entsteht, so ein Video entsteht eben halt, weil ich Spaß dran habe, mein Hobby euch zeigen möchte, einfach das, was, ja, was Spaß macht. Darum geht es mir auch in diesem ganzen Kanal. Ich möchte auch unter anderem zeigen, was mir Spaß macht. Gut, ich vermische es auch ab und zu, indem ich mit meinem Beruf, in dem zum Beispiel auch mal Interviews dabei sind. Ihr findet auf meinem Kanal zum Beispiel auch Interviews von Schauspielern, zum Beispiel zu Das Boot der Serie. Also schaut auch mal rein. Die habe ich nicht unbedingt selbst geführt, aber ich habe sie eben halt, ich war dran beteiligt, sagen wir mal so rum. Oder auch andere Schauspieler, die ich getroffen habe. Da ist ein Interview mit Thorsten Münchow, der Synchronsprecher von Brendan Fraser. Ich habe ein Interview mit Uwe Boll geführt. Ich habe ein Interview mit dem Macher von dem Computerspiel Mario & Rabbids geführt. Findet ihr alles im Link oder im Verlauf meiner Videos. Ihr könnt euch echt da durchgoogeln. Es gibt eine ganze Menge toller Sachen. Ich werde auch bald noch ein Video produzieren,
wo ich einfach mal 5 Tipps für euch habe von den interessantesten Videos, die ich so mit auf dem Kanal habe, oder 5 Videos, die ich euch empfehlen würde, weil genau das ist auch so eine Sache gewesen. Ich wurde mal gefragt, welche Videos ich gemacht habe, kann man denn mal kurz zum Einsteigen empfehlen, und da habe ich gedacht, komm, da mache ich ein kleines Video zu und dann empfehle ich euch 5 spannende Titel, die ich gemacht habe, denn ich bin sehr vielseitig. Ich möchte nicht nur Pickups machen oder Videos zeigen, die ja nicht nur Let's Views. Let's Views finde ich sehr schön, um halt euch alte Magazine vorzustellen, so ein bisschen zu kommentieren. Aber ich mache, wie gesagt, alles, was mir Spaß macht. Und klar, Pickups ist eine große Sache geworden, gerade weil euch jetzt interessiert, was es neu in deiner Nerd-Sammlung gibt. Und ja, es gibt auch immer reichlich zu zeigen, und mir macht es auch Spaß, das euch zu zeigen. Genauso wie eben, wie gesagt, Let's Views. Ich habe eine ganze Menge Filmmagazine, ungewöhnliche alte Zeitschriften. Ich möchte auch gerne noch einige Computerspielzeitschriften euch zeigen aus den 90ern, 80ern und so weiter, was ich so mal habe, weil ja, ich habe halt viel zu zeigen. Und genauso ging es auch mal bei Transformers, und da war auch immer gefragt worden, ich wollte ein Video zu den Robot Points, zu den Transformers machen. Das kommt noch. Es ist in Vorbereitung, aber A, bin ich auch beruflich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ich schaffe nicht immer die Ausarbeitung des Videos. So ein Pickup-Video aufzunehmen oder ein Let's View geht natürlich wesentlich schneller als ein recherchiertes Video, wo man vielleicht mehr Mini-Aufnahmen braucht, mehr Schnitte braucht. Das ist ein ganz anderer Umfang. Und genauso wie ich immer noch 2 Hörspiele in Arbeit habe, wo ich nur ganz, ganz langsam vorankomme. Aber das sind irgendwelche Themen, die man vielleicht zum anderen Mal macht. In dem Sinne werden zukünftig immer gerne Videos kommen. Ich habe sehr viele Ideen, sehr viele Möglichkeiten, die ich machen möchte. Und ja, ich möchte euch daran teilhaben einfach auch. Ich möchte euch das zeigen. Es macht mir Spaß, euch eben halt diese Sachen zu zeigen. Und ich hoffe, ihr habt einen Spaß. Ich kann euch mit der Abwechslung ein bisschen was zeigen. Und ja, ich möchte so meine Kreativität eben halt in diesem Kanal legen. Das war auch der Plan, warum ich überhaupt diesen Kanal gegründet habe. Martin Carter Production ist mein Produktionslabel. Ich habe ja auch geschrieben und habe einige Sachen veröffentlicht, wie jetzt auch die Hörspiele oder einen Kurzfilm, den ihr auch in dem Link findet. Aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen war Martin Carter Production der Obername dieser ganzen, ja, des Kanals. Oder ist es auch noch. Dann habe ich das Review-Label Short Review, was ihr hier auch verlinkt seht. Das ist ein Online-Review-Magazin. Ihr könnt da raufgehen. Da habe ich dann halt und mache ich Reviews zu Games, Computerspielen, Mangas, Animes, Büchern, Hörspielen, je nachdem, was ich gerade bekomme. Aber es ist ein bisschen sporadischer geworden. Es hat sich so ein bisschen alles verändert, da ich jetzt ja auch im Videoformat einiges mache. Und dann kommt auch mein Hobby dazu oder mein Spaß eben halt auch auf Flohmärkte zu gehen, euch diese tollen Funde zu zeigen, manchmal ein bisschen näher vorzustellen und ja, oder euch die Neuheiten aus meinen Sammelgebieten zu zeigen. Tim und Struppi ist so ein Kindheitssammelgebiet zum Beispiel auch. Habe sich jetzt mal ein bisschen was angesammelt, das zeige ich euch auch. Ich habe euch mal Captain Future was gezeigt. Ich habe euch viel von Transformers und G1, diese alten klassischen, das ist so eins meiner Lieblingsgebiete, genauso wie auch Battle Beast. Auch da, es gab bisher ein Battle Beast Arena Video und auch die Einzelvorstellung, da sind auch noch Dinge geplant. Wie gesagt, ich muss auch zugeben, ich hatte einen großen Rückschlag. Das ist jetzt schon ein Jahr her, da ist mir eine ganze Festplatte zerstört worden, über Nacht. Ich konnte nichts retten, wo sehr viel Vorbereitung drauf war, sehr viel Bildmaterial, sehr viel Arbeitsmaterial, auch beruflich, was echt mich viel Zeit gekostet hat, wieder manche Sachen nicht herzustellen, weil die Daten sind wirklich momentan noch weg, aber manche, ja, es sind auch Vorbereitungsdateien gewesen, Vorarbeitungsdateien, die ja, ich wiederherstellen musste. Also man musste sich auch viel Arbeit wieder reinstecken, um die Grundarbeit, die dadurch auch vernichtet wurde, wiederherzustellen. Und das war nebenbei, und ich hatte da auch viele Videos für euch vorbereitet. All die ganzen ersten Videos zum Beispiel zu Transformers, die ich gemacht habe, wo ich ausführlicher war, die Battle Beasts Videos, da hatte ich noch sehr, sehr viel in Halde, ist alles weg. Also muss ich natürlich irgendwann mit Null anfangen. Dennoch, das ist ein anderes Thema. Das habe ich noch in meiner Liste. Genau. Also, mein Ziel ist es weiterhin, 2 Videos die Woche zu bringen, mit der Abwechslung, wie es mir gerade Spaß macht. Ihr könnt natürlich auch Vorschläge machen, aber es kommt so, wie es kommt. Eigentlich, ja, ich mache spontan, wozu ich Lust habe. Und das ist auch eben halt das,
Ich habe verschiedene Hobbys, verschiedene Interessen und das bringe ich auf diesem Kanal rüber. Genau, zweimal die Woche. Wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal. Die Flohmarkt-Videos sind jetzt erstmal für den Sonntag fest angelegt, solange ich auf Flohmärkte gehe. Wenn es keine Flohmärkte gibt, versuche ich was anderes darauf zu bringen. Irgendwas, was interessant ist. Es gibt immer irgendwelche Pickups, irgendwas immer wieder neu. Und bei Pickups ist es ja auch so, dass ich teilweise mit den Monats-Pickups, also ich mache einmal im Monat so ein Überblick-Video mit dem, was neu in der Sammlung ist. Das ist mittlerweile schon mehr geteilt inzwischen, indem ich das zum Beispiel auf einzelne Themen manchmal beziehe, die ich einzeln auskoppel. Und ich habe immer noch sehr viel und da hängt noch einiges zurück und ist auch schon einiges vorbereitet und abgedreht. Und ich nehme schon Sachen auf, die, egal. Es kommt eine ganze Menge und ihr könnt euch gespannt sein. Nächsten Monate wird spaßig viel kommen. Ich arbeite auch noch an, dass ich mal Computerspiele ein bisschen näher vorstelle, dass ich vielleicht mal in ein Spiel reinspiele. All das versuche ich eben halt, möchte ich gern machen, ich möchte keine reinen Let's Plays machen, das ist nicht das Ziel, aber vielleicht mal Computerspiele genauer auseinandersetzen. Ein Arbeitstitel oder ein Plan war zum Beispiel eben halt auch Baphomets Fluch, da ein bisschen mehr darauf einzugehen, auf einige Sierra Adventure Spiele, die ich anspielen wollte und auch per Video und auch ein bisschen was zeigen. Ich hatte da auch schon mal Dinge gecaptured, aber die waren auf dieser Festplatte und dadurch habe ich das erstmal nicht sein lassen. Wie gesagt, hat mich ein Vierteljahr gekostet, allein die Sachen wiederherzustellen, damit mein Rechner wieder vernünftig läuft. Und trotzdem hattet ihr Videos gesehen. Also ich habe nebenbei dann immer ein bisschen was noch trotzdem machen können. Aber gut. So, das war dann eben halt zu den Videos, beziehungsweise es geht noch weiter zu den Videos. Eine Information noch wegen den Flohmarkt-Videos. Ich wurde auch mal wieder gefragt, warum zeige ich keine Live-Bilder? Ich habe es schon ein paar Mal kurz erwähnt, aber ich möchte das hier auch noch mal kurz verdeutlichen. Und zwar liegt es daran, ich wohne im Hamburger Bereich und hier gibt es einige Flohmärkte, die das absolut nicht wünschen, wo auch ein Filmverbot ist. Da gibt es eine größere Gruppe, die auch sehr viele Flohmärkte ausrichtet. Ich glaube, die haben sogar ihre Fernsehrechte an Kabel 1 oder so gegeben, weil die auch öfter darüber gehen und berichten. Und es kann sein, dass es deswegen ist, ich weiß es nicht genau, aber die wünschen keine Filmaufnahmen, das steht da dann auch. Und deswegen habe ich mich gar nicht erst darauf beschränkt. Ich muss auch sagen, ich finde es zwar einerseits auch interessant, Live-Aufnahmen zu machen, aber bei vielen wie ihr ist es, ja, es ist nicht so, wie ich es gerne manchmal hätte. Ich würde es gerne, dass ihr, wenn ich sowas machen würde, dass ihr wirklich über die Schulter gucken könnt und nicht in meinen Hosenschlitz und nicht auf den Boden neben die Kisten, weil ihr bekommt ja gar nichts richtig mit. Man bekommt zwar Dialoge vielleicht mal mit den Verkäntlern, aber ein richtiges Schwenks über die Tische bekommt man ja nicht mit. Man ist zwar irgendwo dabei und doch nicht. Das ist so der Grund, was mich so ein bisschen stört. Ein anderer Punkt ist auch, konzentriere ich mich zu sehr auf, wie ich was filme, kann ich nicht mehr suchen vernünftig in Ruhe. Und genau das möchte ich dann auch machen. Ich möchte euch dann lieber umgekehrt die Ergebnisse zeigen, was klasse ist, was mir gefallen hat, was ich gefunden habe. Denn irgendwann hat man auch gar keine Hand mehr frei. Ich habe ja gemerkt, bei ein, zwei Flohmärkten, wo ich Sachen mitgebracht habe, da habe ich die Hände voll gehabt. Also da hätte ich gar nicht mehr die Kamera halten können. Und ich will auch nicht fünfmal zum Auto rennen, das geht manchmal gar nicht, weil man parkt manchmal 2 Kilometer weit weg, damit man nicht Gebühren zahlt oder es ist einfach manchmal abgesperrt, wie auch immer. Und da, naja, das ist so meine Fasson. Ich mache deswegen keine Live-Aufnahmen, mehr eben halt die Pickups, das, was zu zeigen ist. Aber wenn ihr was von den Pickups mal detaillierter sehen oder was davon, ja, ein bisschen was wissen wollt, wenn ich vielleicht was dazu zu erzählen habe, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare des jeweiligen Videos. Ich möchte gerne auch da in der Richtung künftig so ein bisschen mehr was machen. Ich werde vielleicht mal so kleine Short-Videos auch vorbereiten, so eine Minute lang. Ich habe da schon ein bisschen experimentiert mit, die ich auch auf meinem Instagram-Kanal vielleicht hochlade. Ich bin noch nicht sicher, wie ich das komplett mache. Das ist auch noch so eine Arbeit, dass ich eben halt dort, ja, ein bisschen, ich habe was Kurzes aufgenommen zu einigen Videokassetten, die ich gefunden habe. Auf diesem Kanal gibt es, glaube ich, auch ein, zwei Shorts, wo ich euch Videokassetten, also klassische Videokassetten vorstelle. 2 Stück, glaube ich, und auch auf meinem Instagram-Kanal. Den Link zum Instagram-Kanal findet ihr zum Beispiel im Kopf von meinem Kanal. Da findet ihr auch die Infos, wie ihr am besten zu Shortview geht, zu meiner Facebook-Seite. Und das sind auch die Möglichkeiten, wenn ihr mal mit mir in Kontakt treten möchtet.
Also das ist auch so die Frage gewesen, wie kann man mit mir in Kontakt treten? Ich habe jetzt hier keine E-Mail veröffentlicht oder so. Vielleicht mache ich das nochmal zukünftig, dann informiere ich euch hier weiter. Aber das Einfachste ist, wenn ihr mir zum Beispiel über meinen Instagram-Kanal oder meine Facebook-Seite eine Info zukommen lässt. Oder, wo ich momentan eine E-Mail habe, geht auf www.shortreview.de, dort auf Impressum, da ist eine E-Mail. Und über die könnt ihr mich auch anschreiben, wenn ihr mal irgendwas Besonderes habt. Oder, was ich auch manchmal habe, gewisse Käufe von den Flohmärkten bleiben nicht unbedingt in der Sammlung. Und da könnt ihr mich gerne auch unverbindlich mal anschreiben, wenn es irgendwelche euch behagt. Das wurde auch in der Vergangenheit, habe ich so einige klasse Deals gehabt. Oder wenn ihr was für mich habt, das ist auch ganz so. Mich hat eben ein wunderbarer Kollege angeschrieben. Also ich grüße dich hier, lieber Lars, du warst das, glaube ich. Wir haben Battle Beast was ausgetauscht. Das kommt auch in dem Battle Beast Arena Video Teil 2. Aber ich sammle noch ein bisschen dafür. Battle Beast möchte ich ein bisschen mehr bieten. Aber mit dem lieben Lars habe ich auch so, haben wir uns kommuniziert. Und wir konnten einen schönen Tauschdeal machen. Und da habe ich mich auch sehr gefreut. Genau, das sind so diese Punkte. Über die Videos. Genau. Und ja, ich freue mich auch, dass ihr so gerne eben halt kommentiert und liked. Es wird immer mehr. Ich freue mich und gerne lasst einen Kommentar da. Das ist mittlerweile wichtiger als ein Like oder ein Dislike. Denn die Kommentare sind für den YouTube-Algorithmus wichtiger geworden. Auch wenn ihr nur sagt, Daumen hoch oder einfach schönes Video oder blödes Video. Naja gut, das möchte ich auch nicht so gerne hören. Macht keiner gerne. Aber ne, oder danke einfach oder wie auch immer. Denn so ein beiden Kommentar ist man im YouTube-Algorithmus etwas tiefer drin und wird vielleicht besser gefunden. Denn ich möchte gerne auch ein bisschen mehr erreichen. Ich nähere mich der 500-Abo-Marke und ich hoffe, wenn ich sie überwunden habe, also ich möchte sie schon überwunden haben, also 502 Abos, sage ich mal, dann habe ich ein Special geplant. Vielleicht in zweier Hinsicht. Also ich plane dann, wenn es sich lohnt, vielleicht auch mal ein Live-Video, also so ein YouTube-Live-Video. Das ist auch so eine Idee, aber auf jeden Fall wird zum 500. Abo eine Art Room-Tour geben. Warum nur eine Art? Ich habe jetzt keinen Game-Room oder habe keinen kompletten Sammlerraum. Ich habe meistens auch in Regale präsentiert und davon mache ich dann schöne Aufnahmen, kommentiere sie und erzähle euch, was ich so in den Regalen habe. Die sind sehr vielseitig, denn umgekehrt muss ich auch sagen, sehr viel von meinen Sammlungen sind leider nicht offen. Also sind teilweise verstaut in Kartons, leider auch im Keller. Und ich plane an einer neuen Wohnung schon seit einiger Zeit. Aber wir wissen alle, wie schwer es derzeit ist. Deswegen bin ich froh, dass ich überhaupt noch was zum Hobby dazu tragen kann. Dass ich überhaupt noch mein Hobby ausführen kann. Dass ich mir noch was leisten kann. Das ist auch so die Sache. Wie auch immer, zum 500. Abo wird dann eine Art Roomtour kommen. Ich werde euch Regale zeigen, erklären, meine Sammlung. Und da sind unheimlich viele Stücke zu sehen. Und ich weiß, dass ich sie nicht mal schaffe, alle abzustauben in der Zeit. Also das sei dann verziehen. Aber ihr werdet unheimlich viele seltene, verrückte, ungewöhnliche Stücke von allen möglichen Sammelgebieten sehen. Und ich hoffe, ihr habt dann auch euren Spaß daran. Aber wie gesagt, wir müssen die 500 Abos erreichen. Helft mir dabei, dann werdet ihr ein bisschen mehr von dem sehen. Ansonsten bis dahin unterhalte ich euch mindestens mit 2 Videos die Woche. So, was habe ich denn noch gesagt, was es gibt? Ich habe auch gesagt, es gibt Termine. Ich habe 2 Termine für euch. Ich fange mal mit dem etwas längeren Termin, der noch ansteht. Und zwar am 26.08.2023, das ist nächstes Jahr im August, bin ich auf der Toyplosion. Die Toyplosion findet in Castrop-Rauxel statt. Näheres eben unter www.toyplosion.de. Ich bin da auch als YouTuber und Verkäufer. Also ich habe da einen Stand und werde einiges an Retro-Stuff mitbringen. Ich kann noch nicht jetzt sagen, was es alles ist, aber teilweise auch Dinge, die ich jetzt angesammelt habe, die ich vielleicht in dem Sinne mich vielleicht trenne, ein paar doppelte Sachen, wie zum Beispiel, ob ich auch ein paar Transformers G1-Figuren doppelte, die mich dann verlassen, vielleicht noch einige Videokassetten zu Serien, zu Zeichentrickserien, die ich jetzt auf Flohmärkten mitgenommen habe, die ich noch in dem Zeitraum habe und. Unheimlich viel, also besucht mich da,
gerne dann nächstes Jahr. Ich werde das jedes Mal in diesem WhatsApp-Video auch wiederholen, dass ich auf der Toyplosion am 26.08.2023 bin. Ich habe mir auch eine Kleinigkeit dann überlegt. Es wird ein kleines Giveaway geben, nichts mega Großes, aber eine Kleinigkeit, die ich euch dann geben kann, wenn ihr meinen Stand besucht, wenn ihr vielleicht was kauft, werde ich das mitgeben, oder wenn ihr mich ansprecht, ne, und ich mich gerne mit euch unterhalte über alles Mögliche, was Spaß macht. Also sprecht mich gerne an, macht Spaß, und ja, da werde ich auf jeden Fall sein. Und ich wohne hier im Bereich Hamburg. Und deswegen kann ich euch auch natürlich sagen, wo ich noch bin. Ab und zu bin ich auch Filmbörsen hier in Hamburg vertreten, aber zurzeit noch nicht. Denn da war ich vor der Pandemie regelmäßig. Inzwischen findet sie zwar wieder statt, aber ich habe noch keinen Termin gesetzt, dass ich wieder hingehe. Ich habe auch eine Menge Filmstuff zu verkaufen, weil ich auch upgrade. Ihr seht ja auch meine Blu-rays, die ich unter anderem auf Flohmärkten erwerbe. Und die DVD-Versionen gehen dann logischerweise. Und ich habe eine Menge Film-Merchandise und Promo-Material und was nicht alles und vieles, was ich dann auch verkaufe. Ich habe auch doppelte T-Shirts, Werbet-T-Shirts zu Filmen und so weiter. All das nehme ich auf solche Börsen und Veranstaltungen mit, wie Filmbörse, aber da habe ich zurzeit keinen Termin, wo ich jetzt bin. Aber einen anderen Termin, den ich euch habe, wo ich am 1.10. bin. Und zwar bin ich auf der CMC in Hamburg. Die CMC ist die Comic- und Manga-Convention in Hamburg. Findet in der Unimensa statt, vorab 10 Uhr, ich glaube 10 bis 16 Uhr, 17 Uhr ist das auch. Und da werde ich dieses Mal auf jeden Fall sein. Ich habe da einen Stand, bin da zusammen mit meinem Bruder und wir verkaufen Manga-Filme, Mangas, Animes, alles so, was ich aus der Sammlung aussortiert habe. Viele Manga-Figuren und Action-Figuren. Retro-Stuff habe ich auch dabei, also sehr, sehr viel interessantes Zeug. Wenn ihr Lust habt, besucht mich gerne da, und ja, ich freue mich einfach dann, falls ihr da seid. Ja, das ist zu den Terminen zu sagen. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Ja, also, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Sachen, Hashtag FAQ unter dieses Video, einfach in diesen Kommentaren unter diesem Video, auch, ich sag mal, auch alles andere, was euch bewegt und was ihr wissen wollt, haut es da rein in die Kommentare, damit wir kommunizieren können. Und im nächsten WhatsApp-Video, was ich dann in 4 Wochen oder so grob gesagt, also wie gesagt, ich bringe es einmal im Monat, wo ich dann auch die Termine entsprechend wiederhole, wenn was ist. Also in dem Sinne wird es erstmal nur Toyplosion sein, den ich wiederhole. All das, ja, werden wir dann sehen. Es kann mal eine kurze Sendung sein, diese WhatsApp, kann aber auch etwas länger wie diese erste sein. Ansonsten mach's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.